Willkommen zum zweiten Video in dieser Reihe über Zeitmodelle. Jetzt wollen wir uns eine ganz Alternative angucken, eine ganz andere Alternative zum Latent Growth Curve Model, was wir im letzten Video betrachtet haben, nämlich das Autoregressionsmodell. Da ist der Grundgedanke prinzipiell anders, während wir beim Latent Growth Curve Model einen sich über die Zeit in Mitte oder in Varianz verändernden Prozess angucken. Gucken wir uns bei der Autoregression etwas an, was in der Verteilung über die Zeit konstant ist und wo uns nur interessiert, ob wir die einzelnen Personen von einem Zeitpunkt zum anderen vorhersagen können. Prinzipiell aufgebaut ist das Autoregressionsmodell einfach nur aus dem Regressionsmodell. In der einfachen Regression hatten wir eine Vorhersage einer Variable aus einer anderen. Das machen wir hier auch, nur dass wir einen Zeitpunkt aus dem vorherigen Zeitpunkt vorhersagen. Ist ja für viele Prozesse wahrscheinlich ganz logisch, ja, dass wir sagen können, wie immer es mir heute geht, hängt wahrscheinlich davon ab, wie es mir gestern ging, plus eben ein bisschen was, was mich nach oben oder nach unten getrieben hat. Das Modell sieht von der Grundstruktur her so aus, es ist so eine Kette von Regressionen hier unten. Also T0, der Prätest, oder Prätest sollte ich nicht sagen, der erste gemessene Zeitpunkt, sagt vorher den zweiten gemessenen Zeitpunkt und der sagt auf dieselbe Weise den dritten Zeitpunkt vorher. Und der dann möglicherweise wieder den vierten, fünften und so weiter. Und ansonsten haben wir zu jedem Messzeitpunkt einen Mittelwert, der da mit reinspielt und auch eine eigene Varianzquelle. Also so geht es mir heute und das ist 0,7 mal, wie es mir gestern ging, plus ein bisschen eigene Varianz, die daran liegt, ob ich heute gut geschlafen habe oder nicht, und noch einen eigenen Mittelwert möglicherweise. Oft nimmt man bei Autoregressionsmodellen den Mittelwert auch raus und betrachtet die Variablen zum Beispiel zentriert. Das ist, ist ähnlich wie beim Latent-Growth-Curve-Model, kann man machen, muss man aber nicht. Beim Autoregressionsmodell ist das eine übliche Variante, dass man das macht. Dieser Regressionsparameter hier heißt auf Alpha oder manchmal auch Beta. Das ist die Vorhersage von einem zum nächsten. Der ist... Je größer der ist, desto mehr kann ich den nächsten Zeitpunkt vorhersagen. In diesem Fall haben jetzt hier alle drei Variablen eine Varianz von 1. Das heißt, dass die jeweils 0,7 zum Quadrat, also 0,49, durch den Zeitpunkt davor vorhergesagt wurde und 0,51 ist eigene Varianz. Eine Sache, die man hier beachten sollte, ist noch, man muss ja irgendwo anfangen mit seiner Messung. Der Prozess fängt aber nicht irgendwo an, ne? Der hat hier schon einen längeren Vorlauf, in den er schon Sachen reinbringt, die hier fehlen. Die müssten hier eigentlich nach rechts reingehen. Da uns das fehlt, müssen wir hier in dem ersten beobachteten Knoten eine andere Varianz nehmen und einen anderen Mittelwert. Also hier min 0 und var 0 im Vergleich zu denen, die min heißen und hier var. Für diese Sachen hier nehmen wir jetzt aber ganz gezielt immer denselben an. Also auch für den dritten, vierten, fünften Zeitpunkt werden wir immer denselben Mean-Parameter und denselben Varianzparameter annehmen, sodass das Modell insgesamt sehr, sehr wenig Parameter hat. Also der Kernparameter ist das Alpha, dann kommt das hinzukommende Mittelwert und Varianz in jedem Knoten und dann brauchen wir nur noch, aus mehr technischen Gründen, weil es eben dieser Input von links fehlt, diese beiden Parameter. Sehr wenig Parameter, um eine im Prinzip beliebig lange Zeitkette zu beschreiben. Also ähnlich wie das Latent Growth Curve Model ist auch das Autoregressionsmodell dafür da, um einen Zeitprozess durch weniger Parameter zu beschreiben, also weniger komplex, als würden wir einfach alle Kovarianzen zwischen allen Zeitpunkten erlauben in einem saturierten Modell. Ja, so ein Modell heißt also formal Autoregressionsmodell und im Prinzip definiert es sich dadurch, dass jeder Zeitpunkt vorhergesagt wird durch den vorherigen Zeitpunkt plus ein bisschen zusätzliche Verteilung. Dieses wäre jetzt ein typisches Autoregressionsmodell, ein Datensatz für ein Autoregressionsmodell. Hier habe ich das mal simuliert mit so einem Modell, was wir eben gesehen haben, also ein Alpha von 0,7. Und in diesem Modell sieht man jetzt, dass die Verteilung an jedem Zeitpunkt ungefähr gleich ist. Wir haben nicht wie beim Latent Growth Curve Model eine Wanderung im Mittelwert nach oben oder nach unten und auch keine Zunahme der Varianz, auch keine Abnahme der Varianz, sondern ungefähr an jedem Zeitpunkt dasselbe. Dass wir überhaupt erkennen, dass das kein weißes Rauschen ist, ein weißes Rauschen steht nur dafür, dass jeder Proband zu jedem Zeitpunkt komplett neu gewürfelt wird, also eine Art Independent-Modell. Wir sehen aber, dass das hier eher nicht der Fall ist, denn wenn wir auf die einzelnen Probanden gucken, haben die viel weniger Varianz. Das soll heißen, jemand, der tief anfängt, wie der Grüne hier, der bleibt auch tief.
tendenziell. Ne? Der Orange kommt zwar relativ weit nach oben, aber so richtig top wird er auch nicht. Während hier einer, der ganz weit oben anfängt, der endet da hinten auch wieder weit oben. Also wir haben eine starke Vorhersagbarkeit durch den Punkt davor. Selbe Logik wie bei der multiplen Regression. Ich will ja möglichst viel wissen über die vorhergesagte Variable und die vorhergesagte Variable ist in diesem Fall immer der nächste Zeitpunkt. Und hier die Hälfte der Varianz wird mir hier erklärt durch den jeweiligen Zeitpunkt davor. Dies hier wäre so eine weiße Rauschensituation. Na, das ist immer noch, das sieht man hier jetzt bei den wenigen Plots nicht so gut, aber es ist immer noch dieselbe Verteilung an jeder Stelle, ist aber komplett unabhängig. Also der Zeitpunkt hier hat mit dem gar nichts zu tun. Das Alpha ist 0. Und da sehen wir natürlich sofort, dass die einzelnen Leute ziemlich stark durch die Gegend hüpfen. Bleibt nichts mehr vorherzusagen. Ne? Wir wissen nichts Besseres als den Mean an jedem Punkt zu schätzen. Das extreme Gegenmodell, das wäre, wenn Alpha gleich 1 ist. Das sieht man in der Wirklichkeit natürlich in der Regel nicht. Das heißt, dass ich jeden Zeitpunkt perfekt aus dem Zeitpunkt davor vorhersagen kann. Ich habe kein Rauschen da drin. Ist alles super vorhersagbar, dann habe ich natürlich, sobald ich eine Sache gemessen habe, die ganze Zeitreihe komplett bestimmt. Wie ich schon gesagt habe, meistens macht man das Autoregressionsmodell ohne die Mittelwerte. Auch hier gibt es verschiedene Varianten für jedes, also Autoregression in verschiedenen Dialekten, in verschiedenen Untertypen. Und dies hier wäre so ein Autoregressionsmodell, wo jeder einzelne Zeitpunkt normalisiert wäre, sowohl an Varianz als auch an Mittelwert hier, also jeder einzelne ist Z-transformiert. Und entsprechend bekommen wir hier eine Gesamtvarianz von 1. Oh, müssten wir bekommen, hier sind die Varianzen ein bisschen zu hoch. Okay, also der Mittelwert ist hier zentriert, die Varianz nicht an dieser Stelle. Und dann brauchen wir keine Mittelwerte, die an den einzelnen Knoten noch dazukommen. Ein bisschen sauberere Variante eines Autoregressionsmodells, braucht aber ein paar mehr Parameter, ist diese Variante hier. Bei der nehme ich auch die Autoregression an, allerdings auf der latenten Ebene. Ja, Sie können sich zuerst mal das hier unten alles wegdenken, nur die hier oben betrachten, dann ist das unser ganz normales Autoregressionsmodell. Und jetzt gehe ich aber hin und sage, dass jeder einzelne Messzeitpunkt nicht direkt gemessen wird, sondern nochmal separat gemessen wird und da unten kommt noch ein Fehler, eine Fehlervarianz dazu, also ein Fehler, der diese Fehlervarianz hat, dazu. Wo ist der Unterschied? Wir haben beim anderen ja auch eine Varianz, die immer dazu kommt, aber diese Varianz geht nicht mehr in den Prozess mit ein. Das heißt, was immer hier gewürfelt wird, hat nichts mehr zu tun mit dem nächsten Messzeitpunkt. Die ist unabhängig in jedem Messzeitpunkt. Das heißt, ich habe jetzt also eine Varianz hier oben, die den latenten Prozess beschreibt und eine Varianz hier unten, die nur die Messung beschreibt und unabhängig, als unabhängig angenommen wird. Da brauche ich dann natürlich auch keinen Error 0 oder sowas, denn das ist immer derselbe Messfehler, den ich hier habe. Auch hier wieder geht es auch natürlich mit 4, 5 oder noch mehr Knoten. Also ein bisschen schönere Variante, weil ich diese beiden Dinger hier getrennt habe, heißt aber natürlich auch, dass ich einen Parameter mehr brauche. Ne? Zusätzlich zu der Varianz, jetzt kommt noch der Fehlerparameter dazu. Diese Eigenschaft von Zeitreihen, die wir jetzt beschrieben haben, die wir jetzt informal beschrieben haben, die sie zu Autoregressionskandidaten macht, ist, dass sich die Verteilung über die Zeit nicht ändert und das hat einen eigenen, ganz formalen Namen. Solche Zeitreihen heißen dann stationär. Also eine Zeitreihe ist stationär, wenn die Verteilung an jedem Zeitpunkt gleich ist. Das ist ein bisschen. Man braucht einen Moment, um darüber nachzudenken. Also natürlich heißt das nicht, dass wir keine Informationen haben, die von einem Zeitpunkt zum nächsten fließen. Ja, auch ein Autoregressionsmodell mit einem höheren Alpha ist ja immer noch eine stationäre Zeitreihe, die daraus generiert wird. Also wir bekommen durchaus Informationen weiter, aber die Gesamtverteilung bleibt gleich. Die Varianz nimmt also über die Zeit nicht zu oder ab und der Mittelwert auch nicht. Naja, und im Allgemeinen die anderen Momente auch nicht. Jetzt ist es so, dass man in der Psychologie normalerweise eine schwache Form von stationär betrachtet, nämlich die, wo nur die ersten beiden Momente gleich bleiben und nicht gleich die ganze Verteilung. Insbesondere sind es bei der stationären Zeitreihe dann auch egal, an welcher Stelle ich anfange zu gucken. Also typischerweise sind solche Prozesse mit stationären Zeitreihen Prozesse, bei denen es wurscht ist, wann ich beginne hinzuschauen, wann ich beginne zu messen. Also wenn ich die Bienen in einem Bienenstock beobachten will, und ich will gucken, wie sich die Bienen zueinander bewegen, ob ich zum Beispiel vorhersagen kann, wo die Biene ist, wenn ich nur weiß, wo sie eine Minute vorher war.
Ist ja egal, ob ich um 12 Uhr anfange zu messen oder um 1 oder um 2 oder um 3. Ja, der Zeitpunkt ist völlig wurscht. Das ist zwar anders bei unserem latenten Wachstumsmodell. Da, wenn ich ein Trainingsprogramm habe zum Beispiel und ich habe einen Prätest, dann beginnt der Training und dann kommt der Posttest irgendwann. Klar, dann will ich natürlich die Messung genau an dem Prätest auch anfangen lassen, also da, wo das Trainingsprogramm beginnt. Sonst macht das ja wenig Sinn. Das heißt, sowohl Autoregression als auch Latent-Growth-Curve-Model benutzen wir für Daten ähnlichen Typs, nämlich für Zeitreihen, also wo wir von jedem Probanden mehrere Zeitpunkte gemessen haben. Und wir müssen uns inhaltlich entscheiden, welches der beiden Modelle wohl besser passt. Weil die Zeitreihe stationär ist, also sich die Verteilung über die Zeit nicht ändert, dann riecht das sehr nach dem Autoregressionsmodell. Wenn wir eine Verschiebung im Mittelwert haben oder auch nur in der Varianz, dann ist das eher ein Latent Growth Curve Model, was da als Kandidat uns anspringt. Wie immer können wir das auch post-hoc nochmal entscheiden. Wir können zum Beispiel eine RMSEA von dem Autoregressionsmodell, von dem Latent Growth Curve Model angucken und betrachten, welcher von den beiden besser ist. Das wäre dann ein Indikator dafür, dass dieses Modell vielleicht der bessere Kandidat ist.